Claudia Roth als renitente Magd, jetzt erst recht. Ein Eilanger als Shakespeare'scher Narr, wir haben uns wacker geschlagen. Es war alles dabei, sind wir ehrlich. Triumphtränen, Heimatstolz, leck mich am Arsch, ich hätte was gern verlautet, ich sag's dir, es ist. Dann wirklich war, man muss dem bayerischen Wähler gratulieren für seine weise Entscheidung. Er hat sich nicht durch irgendwelche Umfrageergebnisse verunsichern lassen, sondern bei ihm habe ich den Eindruck, hat die Bildungsoffensive schon voll durchgeschlagen. Ich glaube, man umfassend, der bayerische Wähler, der ist hochbegabt. Ja. Und gnädig, denn mit den 2% mehr für die SPD, da hat der Florian Brunert gesagt, Florian Brunert, den kennen Sie? Der Florian Brunert, das ist dieser Landesschülersprecher von der SPD. Ja. Sie haben jetzt gerade ein Gesicht zu dem Namen, das ist er. Genau. Er hat gesagt, die SPD müsse nun den Schwung und den Rückenwind mitnehmen in die Bundestagswahl. Der Rückenwind hat er gehabt. Da muss er irgendwo in einem Zug gestanden sein, der Florian Brunert. Aber dass der Wähler der SPD jetzt auch noch die Illusion eines Rückenwindes gibt, das finde ich fast großherzig, muss man sagen. Eine Trendwende haben sie gehabt bei der SPD. Ach, ich hätte es selber fast gar nicht gemerkt. Trendwende. Irritiert habe ich auch ein bisschen der Christian Ude, wie er da neben dem strahlenden Landesvater gestanden ist, auch gestrahlt hat über das ganze Gesicht, wie er ein Honigkuchenpferd. Wie soll ich sagen, die Reaktion hat irgendwie nicht zum Ergebnis gepasst. Ich habe mir gedacht, vielleicht haben sie es ja noch nicht gesagt. Dass er verloren hat. Aber dann hätten sie ihm ja auch sagen müssen, dass er nie eine Chance gehabt hat. Und trotzdem, ich finde es schon, dass dieser Wahlkampf zumindest in Bayern jetzt vorbei ist. Dieser Seehofer, der hasst. Frau oder Pause, die nein, immer geht's nicht. Ein Geniestreich war ja auch dieser Slogan von der CSU. Haben Sie noch auf dem Schirm? Wir schaffen die Chancen. Großartig. Du, die Agentur hätte er sein, wenn die 200.000 Euro dafür kassiert hat, dass sie den alten Ehrenspruch von einem Proof recycle. Wir schaffen Leierkasten für alle, die keine mehr abbekommen. Wir schaffen die Chance. Es ist groß. Und dann das Wahlplakat von Udi natürlich. Wortteig. Ja, Leute, da muss man mitdenken. Was meint er damit? Wortteig, diese Dialektik, das sind wir Bayern nicht gewohnt. Wenn die CSU Bayern das Land nimmt, dann hätte die SPD schreiben sollen, okay. SPD die Provinz oder SPD das Kaff. Oder vielleicht hätte SPD allein gereicht. Oder vielleicht, dass man SPD ganz weglassen hätte. Also, die von der SPD, ihr müsst es am Wahlkampf machen, wo der Wähler erst nach der Wahl merkt, dies waren die Sozis. Das hätte ich gar nicht gedacht. Die Grünen, die haben es ganz einfach gemacht mit ihrem Wahlslogan und du. Haben Sie es gesehen? Und du. Die hat sich dem bayerischen Sprachduktus angepasst, obwohl ich immer noch zu viele Wörter drin sind. Ich weiß nicht, ob das jeder gleich auf Anhieb versteht. Vielleicht was besser ist, wenn man nur und genommen hätte. Weißt du, und? Wie? Hä? Weißt du was nicht? So, bayerisch. Der beste Spruch ist allerdings der bundesweite Slogan von der FDP, nur mit uns. Den habe ich gelesen und gedacht, ja, komm, aber nicht mit mir. Sag mal ehrlich, der Udi hat diese Wahl nicht gewinnen können, weil er zu negativ war. Das macht er bei nicht. Der Seehofer, der hat Rede angefangen, indem er gesagt hat, der Freistaat Bayern ist eine Insel der Stabilität, quasi die Vorstufe zum Paradies. Tosender Applaus, die Leute denken, ja, passt, genauso ist es, wir sind die Christen. Wenn er mich gefragt hätte, der Udi, hätte ich ihm geraten, Christian, das toppst du, indem du sagst, der Seehofer lügt, wir sind nicht die Vorstufe zum Paradies, wir sind das Paradies. Und ich frage mich schon, warum haben die von der CSU immer so viele Stimmen? Ich würde der SPD raten, dass sie im nächsten Wahlkampf einfach die CSU imitieren, das kann doch nicht so schwer sein, Herrschaftszeiten.
Aber beim TV-Duell, wie dann der Ude den Seehofer vor sich hin rangsauern hat lassen, dann hat man gedacht, der Ude, sein Slogan ist nicht ein Ministerpräsident, der Wort hält, sondern ein Ministerpräsident, der smilet. Da ist der Ude ein bisschen so vorgekommen wie ein 60er, der unbedingt in der Champions League spielt. Aber in der Champions League sagt er, nein, ich muss auch sagen, wie ein 60er, der unbedingt in der ersten Bundesliga spielt. Fairerweise muss man dazu sagen, dass der Ude als Oberbürgermeister von München natürlich Wahlkampf per se gar nicht gewohnt ist. Der hat ja gar keinen blassen Schimmer, dass in den letzten 20 Jahren überhaupt jemand gegen ihn angetreten ist. Kommunalwahl, das hat für Ude immer bedeutet, dass er vier Wochen nach Mykonos gefahren ist und wieder zurückgehen und es war er wieder gewählt. Ich muss Ihnen jetzt eines sagen, weil Sie jetzt da so fröhlich und lustig da drunter rumgehen, gut gelaunt. Ich weiß nicht, Sie wissen schon, dass es uns sehr, sehr schlecht geht. Und nicht zu sagen, wir stehen am Abgrund. Warte, schauen Sie, ich hätte es auch noch nicht gemerkt, aber Gott sei Dank haben wir dieses Jahr Wahlen. Da wird einem als Bürger von den Politikern klar gemacht, wie es wirklich ausschaut in unserem Land. Der Steinbrück, der hat gesagt, Deutschland ist ein Land des Stillstands, ohne gesellschaftlichen Zusammenhang. Das Gesundheitssystem steht vor dem Zusammenbruch, hat er gesagt, trotz Rekordeinnahmen. Und das Land ja noch nicht. Die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander. Nirgends wird es so deutlich wie auf der Wiesn. Die Reichen, die kaufen sich beim Lodenfrei ein langes Seitendirndl, handgewebte Mantelstrümpfe, mundgeblasene Lederhosen und dann gibt's Leute, die müssen einen Original Bavarian Trachten Outlet am Hauptbahnhofer Gewand einkaufen. Da landen sie einmal hier ganz Dirndl, da ist zu wenig Stoff dran, dass man bis ins gelobte Land rausschaut. Fragen Sie es beim Hinschauen oft schon, ist das noch Wirtegasse oder schon Freisinger Landstraße?